Ich glaube, wir nehmen das Easter Egg-Ding, oder? Oder was möchtet ihr euch angucken? Easter Eggs, Easter Eggs, Easter Eggs. Okay, gut. Über 7 Bücher und 8 Filme wurde Harry Potter zu einer der wenigen fiktiven Reihen, die durchgehend gut waren. Bei vielen der Elemente aus den Büchern war es echt schwierig für... True. Man sagt ja nun mal immer, der erste Teil ist der beste. Also sagt man ja bei so vielen Büchern und so vielen Filmen und sowas. Aber gerade bei Harry Potter fand ich jeder Teil einfach mega, bis auf den dritten. Aber jeden Teil fand ich einfach mega, mega gut. Filmemacher, sie mit in die Filme einzubringen. Doch, sie haben es geschafft. Und sie konnten sogar noch sehr viel mehr Details in die Filme einfügen, die in den Büchern überhaupt nicht möglich waren. In diesem Video wollen wir euch deshalb 32 Easter Eggs und Details zeigen, die ihr in den Harry Potter Filmen vermutlich nicht bemerkt habt. Wenn 32, Freunde, das ist wirklich, wirklich viel. Okay, Moment, er macht jetzt Werbung für seinen Kanal. Im Daumen nach oben, abonniere sehenswert und sei gespannt auf die nächsten Videos. Freunde, habt ihr gehört? Like diesen Livestream, abonniert den Kanal und seid gespannt auf die nächsten Livestreams und Videos. Okay, gut, das fand ich das erste Mal schon zu lang. Besonders passiert halt nichts. Erstens. Okay. In Harry Potter und der Stein der Weisen ist das Schild des tropfenden Kessels komplett schwarz. Vermutlich, um das Gasthaus vor den Muggeln geheim zu halten. Erst als Harry und Hagrid sich ihm nähern, enthüllt das Schild sein Geheimnis. What? Echt jetzt? Zweitens. Als Harry Ron... Krass. Ist mir nie aufgefallen. Okay, ich bin gecatcht. Ich bin wirklich gecatcht. Dinge in Harry Potter und der Stein der Weisen in den Raum mit dem Zauberschach kommen, sind die Überbleibsel von Professor Quirrells Schachspiel noch am Rand des Raumes zu sehen. Das gibt den Zuschauern einen weiteren Hinweis darauf, dass jemand kurz zuvor hier entlang gekommen war. Im Buch werden die kaputten Figuren nicht erwähnt. Doch der gebrochene Flügel des fliegenden Schlüssels findet Erwähnung. Drittens, Male als großartiger Zauber benannt wird, führte er im gesamten ersten Film tatsächlich keinen einzigen Zauber selbst aus. Viertens, krass. Im ersten Film sagt Draco Malfoy zu Ron, rote Haare und ein abgetragener Zauberumhang, ganz offenbar ein Weasley. Dieses Detail wird visuell auch im zweiten Film aufgegriffen. In Harry Potter und die Kammer des Schreckens ist Rons... Der ist total abgeranzt. Ich fand Malfoy damals so unsympathisch. Wirklich so dieses, ach, du musst auf jeden Fall eine Weasley sein. So als ob er irgendwas Besseres ist. So, boah, das fand ich mega, mega schlimm. Älter als der aller anderen. Schon wieder ein Weasley. Was ich mit dir mache, weiß ich. Oh, weiß ich ganz genau, sagt er. Ganz genau. Da er ihn aufträgt. Im Sommer zwischen dem zweiten und dem dritten Film gewinnen die Weasleys eine ansehnliche Geldsumme in der Lotterie. Und tatsächlich, im dritten Film sieht sein Umhang nicht mehr so abgetragen aus. Fünften. Krass. Nee, immer diese Reinblüter. Oh ja, Mann. In Harry Potter und die Kammer des Schreckens ist auf dem Tisch von Professor Lockhart eine Perücke zu sehen. Es ist mir nie aufgefallen. Oh mein Gott, sag mir nicht, das war nicht mal ihr seine eigenen Haare. Es vermuten, dass er in Wahrheit eine Glatze hat. Oh nein. Sechstens. In Harry Potter und die Kammer des Schreckens ist das Passwort für den Zutritt zu Dumbledores Büro. Schreibt mal in den Chat, was ist das Passwort für den Zugang zu Dumbledores Büro im zweiten Teil? Zitronensuppe. Zitronen, okay, alle sagen Zitronensuppe. Okay, da wird es wohl Zitronensuppe sein. Sherbet Lemon. Ach, ja. Albus Dumbledore mochte diese Muggelsüßigkeit besonders gern. In Harry Potter und der Halbblutprinz ist auf seinem Schreibtisch eine Schüssel voll davon zu sehen. No way. Siebtens. Die Opalkette, die in Harry Potter und der Halbblutprinz eine wichtige Rolle spielt, kann im zweiten Film kurz in einer Vitrine bei Borgin & Burks in der Nocturngasse erspäht werden. Als aber das kann doch gar nicht sein. What? Obwohl... Oh mein Gott, aber hat sie nicht dann immer das nächste? Oh mein Gott, das ist nicht nur ein Meisterwerk, es ist noch ein größeres Meisterwerk, als ich jemals gedacht habe. Sau krass. Dort erstmals hinkommt. Achtens, in Harry Potter und der Gefangene von Azkaban kann man bereits früh sehen, wie Hermine... Oh, ich fand das so schön, die zwei unter der Kette, das war... Ich habe die voll geschippt einfach nur. Ich fand Hermine und Harry das perfekte Paar. ...ihren Zeitumkehrer wegsteckt. Während des Films ist der Zeitumkehrer tatsächlich immer an ihrem Hals sichtbar, wenn jemand kommentiert, wie sie dorthin gekommen ist oder wenn sie nicht ihren Pullover oder den Umhang trägt. Ah. Neuntens. Nicht Slytherin.
Früh im Film Harry Potter und der Gefangene von Azkaban sieht Harry einen Zeitungsartikel mit einem Foto der Weasley-Familie in Ägypten. Obwohl dies im Film nie wieder erwähnt wird, ist es ein wichtiger Teil der Handlung im Buch. Während einer Inspektion in Azkaban hatte der Zaubereiminister eine Kopie dieser Zeitung. Er gab sie Sirius Black, der bemerkte, dass Peter Pettigrew als Krätze verkleidet war. Aus diesem Grund brach er aus Azkaban aus und suchte in Hogwarts nach Krätze, um sich an ihm zu rächen, indem er ihn tötete. Zehntens. Ach, krass. Okay. In Harry Potter und der Feuerkelch gibt es eine Szene mit Dumbledore, Harry und dem Denkarium. In der Szene gibt... Boah, Freunde, Denkarium einfach beste, ne? Also sowas würde ich auch gerne haben. Es ist ein 3D-Modell von etwas, das aussieht wie das Symbol der Heiligtümer, das später in Harry Potter und die Heiligtümer des Todes ein wichtiges Symbol wird. Obwohl das letzte Buch noch nicht geschrieben worden war, als der Film erschien, hatte J.K. Rowling viel Einfluss auf die Details im Film und fügte viele Objekte und Handlungsstränge hinzu, auf die später referiert wurde. Ja, wie beispielsweise hier diese Kette. Weil wenn die im zweiten Teil das schon hatten... Und im fünften Teil kam die Kette erst zum richtigen Vorschein. Elftens. In Harry Potter und der Feuerkelch tanzen die Beauxbatons-Mädchen im Zuschauerraum den Macarena, als die dritte Aufgabe betreten. Oh mein Gott, wie geil. Macarena. Ich habe übrigens in Sevilla im Stadtteil Macarena gewohnt. Während der Frühstücksszene in der großen Halle in Harry Potter und der Orden des Phönix ist zu sehen, wie die Schüler Parodien echter Cerealienmarken essen. Sie tragen Namen wie Cheerios und Pixie Puffs und haben ähnliche Designs wie die Verpackungen von Cheerios und Sugar Puffs. Ist das jetzt eine Produktplatzierung oder nicht? 13. In Harry Potter und der Orden des Phönix haben James und Oliver Valps, die im Franchise Fred und George spielen, einen Gastauftritt im Bild des ursprünglichen Orden des Phönix. Sie treten dort als ihre verstorbenen Onkel Fabian und Gideon Pruitt auf. 14. In Harry Potter und der Orden des Phönix ist ein Starbucks-Logo links unten. Ist das da das Starbucks-Logo? Nee, aber so ähnlich. Tür zu sehen, als Sirius zu Harry im Raum mit dem Stammbaum der Familie Black kommt. Die Sirene wurde stilisiert, damit sie zur Dekoration des Raumes passt. Doch sie trägt eine Krone und hält beide Flossen nach oben, wie auf dem Starbucks-Logo. 15. In Harry Potter und der Halbblutprinz ändert der Rauch, der aus dem Liebestrank kommt, die Farbe zu der des von Hermine beschriebenen Gegenstandes. Der letzte Geruch, der aus dem Zaubertrank aufsteigt, ist orange wie Rons Haare. Deshalb lügt Hermine und sagt, dass sie Pfefferminzzahnpasta riecht, weil sie natürlich nicht laut sagen will, dass es sich um Rons Haare handelt. Und nein! Wirklich jetzt? Wie krass! Im Harry im Fuchsbau ankommt, piekst Ron Hermine in die Lippe und sagt, dass sie dort Zahnpasta hat. Oh, das ist ja mal mega cute. Freunde, hättet ihr das alles gewusst? Beziehungsweise, ich bin gerade voll so, what? Wie cute. Ja, Mann, das ist echt super cute. Ich bin gerade voll so, hä, was? Wie konnte ich sowas nicht mitbekommen? Aber ich finde das bei Easter Eggs mega, mega krass und super interessant. Wie finden die Leute das raus? Sind die wirklich 24 Stunden, gucken sich diesen Film an und dann den nächsten und den nächsten und den nächsten und suchen und suchen und suchen? Wie machen die das? 16. In Harry Potter und der Halbblutprinz greift Dumbledore nach einer Tom Riddle-Erinnerung, die auf 1938 datiert ist. Er sagt Harry, dass das erste Mal war, dass er Tom kennenlernte. Doch links davon ist eine Erinnerung mit dem Label Tom Riddle, die auf 1937 datiert ist. Ja, hab ich auch gerade gesehen. Wahrscheinlich handelt es sich um eine Erinnerung von jemand anderem daran, dass Riddle zwei Kinder in einer Höhle an der Küste terrorisiert, die detailliert im Buch beschrieben wird. 17. Krass. Frame für Frame. Boah, das... Freunde, überlegt mal, was für eine Arbeit das ist. Heftig. Ja, das ist ja jetzt online. Also jetzt wüsste ich das auch und würde sagen, ja, die Easter Eggs, das. Aber es muss ja irgendeinen Menschen auf der Welt geben, oder mehrere, die müssen ja wirklich Frame zu Frame alles analysieren. Oh mein Gott, das ist ja jahrelange Arbeit. Wie machen die das? Arthur Bone, der Kinderdarsteller, der Harrys Sohn Albus Severus Potter im Epilog des letzten Films spielt, ist in Harry Potter und der Halbblutprinz in der Winkelgasse zu sehen, als er geröstete Kastanien an einem Stand kauft. No, wie geil. 18.
In Harry Potter und die Heiligtümer des Todes Teil 2 hilft Professor Snape dem Orden immer noch, als er McGonagalls Zaubersprüche umleitet, sodass sie die anderen Todesser ausschalten. Außerdem nimmt er ihre Zauberstäbe an sich, bevor er aus dem Fenster fliegt, damit sie keine weiteren Schüler verletzen können. In den Büchern gibt es um ihn herum keine Todesser. Es war also ein nettes hinzugefügtes Detail im Film. 19. In Harry Potter und die Heiligtümer des Todes Teil 2 ist Lucius Malfoys Azkaban-Gefangenen-Nummer-Tattoo für einen kurzen Moment an seinem Hals zu... Okay, sowas hätte ich, wenn ich Frame zu Frame gesehen hätte, sowas hätte ich bestimmt auch entdeckt. Denke ich mal zumindest. Nach Orden des Phönix wurden er und andere Todesser verhaftet, nachdem sie im Ministerium erwischt wurden. Er kommt erst frei, als Voldemort in Heiligtümer des Todes mehr Macht erlangt. 20. Boah, Freunde, ich bin total fassungslos einfach, was wir alles verpasst haben. What? Also ich wusste alles, bin aber schon seit Jahren ziemlich großer Fan. Jetzt im Ernst? Respekt. In Harry Potter und die Heiligtümer des Todes Teil 2 ist zu sehen, wie Professor Slughorn eine Flasche von etwas trinkt, das wie flüssiges Glück aussieht, als die Lehrer das Schloss verlassen, um das Schutzschild zu erschaffen. 21. In Harry Potter und der Stein der Weisen besitzen die Dursleys und alle ihre Nachbarn das exakt gleiche Auto in Marco. Ist mir auch gerade aufgefallen. Ich war so, der Nachbar hat ja auch gerade das gleiche Auto. Dell, um so normal wie möglich zu sein und sich an alle um sie herum anzupassen. 22. Okay, jetzt ist es mir aufgefallen, weil das Auto wirklich nochmal draufgezoomt wurde. Aber eigentlich wäre es mir nicht aufgefallen. Aber krass. In Harry Potter und der Stein der Weisen sagt Neville, dass er nicht weiß, was er vergessen hat, als er ein Erinnermich bekommt. Wenn man genau hinsieht, ist er der einzige Schüler am Tisch, der einen Pullover trägt und hat somit vermutlich seinen Umhang vergessen. Oh, jetzt wissen wir auch, was er vergessen hat. 23. Snapes erste Frage an Harry im Zaubertränkeunterricht in Der Stein der Weisen lautet: Potter, was bekomme ich, wenn ich einem Wermutaufguss geriebene Aphrodillwurzel hinzufüge? Aphrodill ist eine bestimmte Lilienart und bedeutet in der Sprache der Blumen über den Tod hinaus in Erinnerung oder meine Reue folgt dir ins Grab. Wermut hingegen wird oft mit Reue oder Verbitterung in Verbindung gebracht. Das weist darauf hin, dass Snape Lily Potters Tod zutiefst bereut. Oh, das ist voll traurig. Oh mein Gott, ich krieg Gänsehaut. Oh, vielleicht kriege ich auch Gänsehaut, weil die Tür offen ist. Aber ich muss meine Heizung mal ein bisschen darstellen. Aber das ist voll süß. Oh mein Gott, wie süß ist das? Und dann auch dieser Gesichtsausdruck. Ich erinnere mich dran. Das war damals so voll das Ding. So, also, beziehungsweise man hat es schon so, was kommt raus, wenn man das und das mixt? Und ich meine so, krass, warum betont er das so? Aber mir wäre das niemals aufgefallen. Oh mein Gott, wie süß, einfach nur. 24. In Harry Potter und die Kammer des Schreckens sieht man, wie Hagrid einen toten Hahn in den Händen trägt, als er... Hat er wirklich? Dumbledores Büro stürzt, um Harry zu verteidigen. In der Harry-Potter-Welt ist das Geräusch eines Hahnes tödlich für Basilisken. Aus diesem Grund tötete Ginny sie unter Tom Riddles Kontrolle. Es wurde außerdem das Blut des Hahns benutzt, um die Nachricht an die Wand zu schreiben. 25. Wenn man sich den Shot von oben genau anschaut, sieht man auch, dass nicht alle Schüler ihre Roben anhaben. Ich weiß auch nicht, was Neville genau vergessen hat. Ja, okay, gut. Ja, dann vielleicht doch nicht. Das erinnert mich von Neville mit dem Umhang. Ach so, genau, darum ging es. Okay, gut. In Harry Potter und die Kammer des Schreckens versucht Lucius Malfoy, Harry Potter mit dem Avada Kedavra-Fluch anzugreifen, nachdem dieser ihn so ausgetrickst hat, dass er Dobby befreit hat. Hat er nicht gemacht. In den Filmen wurde zu dem Zeitpunkt noch nicht erklärt, dass dieser Zauberspruch einen Menschen sofort umbringt. Lucius war also kurz davor, Harry womöglich mitten in Hogwarts umzubringen. Ach du meine Güte, was geht denn bei dem ab? Deshalb war Dobby auch so krass sauer. Aber ich wusste ja, Dobby ist so oder so sauer. Aber so krass, ach heftig. 26. In Harry Potter und der Gefangene von Azkaban sieht man im tropfenden Kessel einen Zauberer, der von Ian Brown von der Band The Stone Roses gespielt wird, der eine kurze Geschichte der Zeit von Stephen Hawking liest. Das ist eine Vorausdeutung darauf, dass Zeitreisen im Verlauf des Films eine Rolle spielen werden. Boah, wie gut durchdacht das einfach ist, Freunde. Wie macht man sowas? Boah, das ist ja mal so krass einfach nur. A Brief History of Time, Stephen Hawking. 27.
Im Abspann von Harry Potter und der Gefangene von Azkaban verstecken die Produzenten ein schlüpfriges Easter Egg in der Karte des Rumtreibers. Oh. In einer Szene sind zwei Paar Fußspuren in der unteren linken Ecke zu sehen, die zwei Leute darstellen, die entweder Sex haben oder rummachen. Außerdem ist der Name Newt Scamander zu sehen. No, oh Mann, okay. Karte das erste Mal aufgeschlagen wird. Scamander schrieb das Buch Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind, was no. Hogwarts Pflichtlektüre ist. Oh mein Gott, die hatten damals im dritten Teil Harry Potter. Ja Mann, René, genau dieses Emoji, so sehe ich auch, glaube ich, gerade aus. Heftig. Doch kein Lehrer. Scamander erhielt mit Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind schlussendlich seinen eigenen Film, in dem enthüllt wird, dass er mit Albus Dumbledore befreundet ist. Vielleicht besucht er diesen also einfach in Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Diese Querverweise, heftig. Ja, Mann. Das mit der Karte wusste ich bereits. Quam, nee, ich nicht. Heftig. Den kannte ich auch. Nee, ich nicht. Ich bin gerade wirklich so, what? Aber auch selbst wenn... Ich hätte mir dabei irgendwie nichts gedacht. Könnte auch Filch und Mrs. Norris sein. Genau, eher sowas hätte ich wahrscheinlich gedacht. 28. In Harry Potter und der Feuerkelch wurde die Szene mit den Elfen Dobby und Winky aus Zeitgründen herausgeschnitten. Doch wenn man in der ersten Campingplatz-Szene genau hinsieht, kann man zwei Hauselfen entdecken, die auf Lamas reiten. Direkt nachdem Harry auf etwas zeigt und... Das ist doch Dobby. Das sieht aus wie Dobby. 29. In Harry Potter und der Halbblutprinz sind Horace Slughorns Füße deutlich zu sehen, als er... True! ...Sessel verkleidet ist. Wie geil! 30. Als Dumbledore in Harry Potter und der Halbblutprinz den jungen Tom Riddle besucht, ist dort ein Bild von der Höhle zu sehen, in der Tom Das wusste ich! Außerdem gibt es eine kurze Nahaufnahme, in der 7 sorgfältig sortierte Steine auf Toms Fensterbank zu... Bäm! Ein Easter Egg habe ich... Detected! sind. Dies ist eine Vorausdeutung auf Voldemorts Plan, seine Seele in 7 Horcruxe zu teilen. 31. Am Anfang von Harry Potter und die Kammer des Schreckens nimmt Lucius Malfoy ein Buch aus Ginnys Kessel. Doch als er es zurücklegt, ist zu sehen, dass er zusätzlich Tom Riddles Tagebuch hineinlegt. In Harrys Gesicht ist sogar ein Ansatz von Verwirrung zu sehen. Doch er versteht nicht wirklich, warum. Dieses Detail wird am Ende des Films erklärt. Doch die meisten Leute übersehen es am Anfang. 32. Nein, ich habe das auch nicht. Das habe ich auch detected. Bam! Während der Reihe werden die Weasley-Zwillinge Fred und George immer in dieser Reihenfolge von links nach rechts auf dem Bildschirm gezeigt, damit die Zuschauer sie leicht auseinanderhalten können. Interessant auf jeden Fall. Interessant, interessant, interessant. Wusstet ihr viele Easter Eggs? Weil ganz viele haben immer wieder geschrieben, wusste ich, aber jetzt wirklich? Also wusstet ihr wirklich viele? Weil ich bin schon ziemlich so, what? Also, ja, wusste viele. Ja, doch schon. 4 von 32, als wenn. Wenige wusste ich. Ich wusste jetzt 1. Ich glaube, ich wusste 2 oder so. Ich habe jetzt halt nicht alles mitgezählt. Aber, ja, krass. Ich wusste 5 oder so. Ich wusste vielleicht 2 oder 3. Also 2 wusste ich auf jeden Fall. Die letzten 2. Oder nicht die letzten 2, sondern, ja, am Ende diese 2 da. Aber sonst, oder habe ich irgendwann nochmal gesagt, das wusste ich? Ich glaube nicht. Also ungefähr 2. Heftig, Freunde, ich bin wirklich total... Boom. Das wusste ich noch nicht.